Schönen guten Morgen, ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist. Oh Mann, ich rauche ja leider noch. Und ehrlich, ich stand vorne an der Kreuzung. In dem Moment dachte ich, ich sollte mal mindestens weniger rauchen, wenn ich schon nicht aufhöre. Ich habe das wirklich gedacht. Und in dem Moment fährt ein Auto vorbei und ich gucke da rein. Und dann war das Elisabeth, die Schwester von meiner Schwiegermutter. Ihr Gesicht ist fast rausgefallen aus dem Auto. Und ja, sie hat mir gewunken, ich habe ihr gewunken, mir war es so unangenehm, sie hat es gesehen, dass ich geraucht habe. Und ich vermute mal, sie wird zu meiner Schwiegermutter sagen. Eigentlich bin ich ja schon erwachsen, aber Rauchen finden die ganz schlimm. Und ich hatte ja mal aufgehört und hatte dann das mit dem Kautabak so, wie soll ich sagen, nicht erweitert, auf Kautabak umgestiegen und E-Zigarette. Und das hatten dann alle erfahren und dachten, hey, der raucht nicht mehr. Oh Mann, das wird sich jetzt schnell verbreiten, dass der Sebastian wieder raucht. Der raucht wieder. Der unchristliche Mob. Und dann meine Schwiegermutter mich vielleicht noch fragt oder das heimlich meiner Frau sagt, die es ja eigentlich weiß, habe ich aber ein Problem. So startet natürlich der perfekte Tag. Und das muss ich gleich erstmal verarbeiten und mir in Ruhe irgendwo eine rauchen. Mann! Ich habe eh vermutet, dass meine Schwiegermutter das schon lange wieder weiß, dass ich rauche. Weil ich habe mal den Tabak in der Küche vergessen und sie ist da rein. Es kann sein, dass sie es nicht gesehen hat. Aber ich vermute schon, dass sie es irgendwo weiß. Und das ist mir unangenehm. Immer wenn wir Zeitung austragen und da ist so ein Wohnheim, da rauchen die immer vor. Und wenn die Leute davor rauchen, dann will sie nicht da hingehen und sagen, wie ekelhaft das ist und so. Guck mal, wie der Hund zieht. Eieiei. Ach du Scheiße, das ist auch ein Husky. Ich zeig's euch vielleicht mal. Deswegen, Ari, Erziehung ist das A und O. Langsam. Fein. Habt ihr das gerade gesehen mit dem Hund? Davor habe ich Angst, dass es bei ihm auch so ist. Deswegen erziehe ich ihn wirklich, eigentlich konsequent. Langsam, Mari. Ja. Weil so ein Husky kann das Neunfache seines Körpergewichts ziehen. Und ich glaube, die hat gerade keinen Spaß dabei. Oh, wie schön. Ich gehe mit meinem Hundi spazieren. Der zieht mich bis nach Manaco. Oh, herrlich. Ach, wir gehen nicht so schnell. Wir wollen nicht mit so einem ungezogenen Hobel spielen. Dann lernst du nur Schlechtes. Guck mal, der macht, was er will. Fein. Jetzt kannst du gucken. So. Wir gucken von der Entfernung uns das an, Ari, ne? Mir ist das sehr wichtig, dass der Hund auf mich hört. Weil irgendwie ist ja die Frage dann auch, wer spaziert hier mit wem? Ne? Du mit mir oder ich mit dir? Und er sollte mit mir spazieren, weil ich den Weg nun mal weiß. Fein, oder? Klappt natürlich nicht immer so. Wenn er nach Hause möchte, dann zieht er schon arg. Der freut sich einfach. Aber ansonsten, bisher kommen wir gut voran mit unseren Übungen. Scheiße mit dem Rauchen jetzt, dass die mich gesehen hat. Oh. Dann erzählt sie es Bezil, ihrem Mann. Ich mag Bezil so gerne. Oh, ich bin durch bei denen. Ich bin das Böse. Der Antichrist. Scheiße. Scheiße. Ehrlich. Ja, es war so schön, als alle dachten, ich rauche nicht mehr. Alle haben mich gelobt. Alles auf falschen Sachen aufgebaut. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich auch nie, wirklich nie geraucht habe, sondern E-Zigarette und diese Tabakkaugummis da hatte. Kautabak hatte. Könnt ihr euch noch erinnern, wo ich im Garten war und Kautabak probiert habe? Ja, es blieb da nicht bei einmal, weil die Dose war noch voll und dann habe ich es öfter benutzt. Ja, ein bisschen zu oft. Ich habe mir dann einige Dosen noch gekauft. Und dann hatte ich es ja mal versucht aufzuhören mit dem Rauchen. Habe ich ein Video gemacht, das hatte nicht geklappt. Aber ich möchte immer noch so gerne aufhören, ehrlich.
wie der Hund sie zieht. Auf einmal immer hin und wieder. Der Hund geht mit ihr Gassi. Der Hund geht mit ihr Gassi. Das ist anstrengend bestimmt. Das macht doch gar keinen Spaß. Wir üben jetzt in meinen Wäldern, ja, weil da sind ja viele Bäume. Und da muss man gut aufpassen mit der Leine. Denn wenn er dann seinen Weg geht, ja, dann hängen wir fest im Wald. Und so versuche ich, dass er lernt, dass es besser ist, dass er meinen Weg geht, dass wir vorankommen. Weil wir wollen ja auch die Wälder entdecken. Er hatte jetzt schon 3 Zecken. Gestern waren wir nicht im Wald, gestern Abend. Ich gucke immer nach dem Spaziergang nach Zecken. Und dann hatte er 2 Zecken. Davor hatte er 1 Zecke. Da waren wir ein Stückchen im Wald. Aber die scheiß Zecken sind halt überall. Das ist echt scheiße. Deswegen, wir holen so ein Band vom Tierarzt. Das soll ganz gut wirken, hat jemand, eine Bekannte meiner Frau erzählt. Und ich hoffe es, dass dann die Zecken nicht mehr kommen. Weil ich mag diese Dinger nicht. Naja, wenn Elisabeth das rum erzählt, werde ich es halt leugnen, nicht? Ich weiß nicht, was mit dieser Frau los ist. Wahrscheinlich ist sie vom Glauben abgefallen und versucht hier eine Intrige gegen mich zu starten, liebe Leute. Oh, da hinten kommt auch ein Hund. Den willst du gar nicht kennenlernen, oder was? Ja, der ist zu all die älteren Hunde. Ne, mit denen kann man nicht so spielen. Schön langsam. Ui, jetzt ziehst du aber auch mal, hä? Wenn er zieht und man geht trotzdem weiter, dann weiß er, aha, wenn ich hier meinen Turbo reinsetze, kommen wir trotzdem voran dahin, wo ich hin will. Deswegen muss man immer stehen bleiben und am besten in die komplett andere Richtung gehen. Oder stehen bleiben und irgendwie seine Aufmerksamkeit bekommen. Und wenn er dann sitzt oder so, geht es weiter. Aber dann hört er nicht auf natürlich, sondern der macht das 100 Mal. Man muss da richtig konsequent sein. Das ist gut. Die Frau ist mir eben entgegengekommen. Ich konnte nicht mehr ausweichen. Er hatte schon angefangen zu reden. Und ist auch ein Husky. Der ist, glaube ich, 6 Monate alt. Und sie überlegt, ihn wieder abzugeben. Das ist natürlich schlimm. Das sollte man irgendwie nicht machen. Oh ja. Ja, Ari? Hast du schön mit dem Hund gespielt? Hat schön mit dem Hund gespielt. Sie will ihn vielleicht zurückgeben, weil er eben so zieht. Sie ist krank. Ihr Mann auch. Ich weiß nicht, dann überlegt man sich das doch vorher. Sie hatte den Hund in der Zeitung gesehen und dann irgendwie diese Besitzerin getroffen und sich in den Hund verliebt und sich keine Gedanken gemacht, hat sie gesagt. Junge, manche Leute sind so abgefahren, crazy. Ich denke immer, ich bin crazy. Hey, das ist ja übernatürlich crazy. Das ist der Wahnsinn. Ja, sie kann halt auch gar nicht so viel mit dem Hund gehen und er zieht und sie maßregelt das gar nicht so. Er zieht halt. Ein Husky ist stur, das stimmt, aber trotzdem muss man ihn ja irgendwo erziehen, oder? Naja, jetzt haben wir schon 2 weitere Hunde getroffen, also morgens treffen wir ziemlich viele andere mit der sozialen Phobie. Das haut natürlich voll rein. Ich bin jetzt froh, wenn wir gleich auch zu Hause sind. Normal gehen wir eher so Feldwege, aber heute sind wir halt hier gegangen, ist halt so. Die hat den Hund auch viel günstiger bekommen und als sie die Besitzerin zurückrufen wollte, als sie den hatte, ging sie nicht mehr dran. Die Nummer gab es nicht mehr. Sehr dubios. Dann habe ich ihr gesagt, wie viel wir gezahlt haben. Dann hat sie gesagt, das hätte sie nie gezahlt. Aber was wir gezahlt haben, ist ganz normaler Preis. Nicht überhöht oder so. Ich weiß nicht. Ihr Hund hat auch keine Papiere oder so. Also wirklich. Ohne Worte. Ohne Worte, ey. Ohne Worte. Ich hoffe trotzdem oder wünsche es mir, dass sie es irgendwie hinbekommen. Sie hat auch noch einen Sohn und vielleicht kann der das. Ich glaube, der ist 16. Wäre cool, wenn er mit dem Hund irgendwie die Bindung aufbauen kann und das dann mit ihm irgendwie funktionieren würde. Weil ein Hund zurückgeben oder geht ja gar nicht. Jemand anderes geben ist immer scheiße irgendwie. Was soll der Hund denn denken? Der kommt doch gar nicht damit klar. Vor allen Dingen ist er so unerzogen, dass es schwer wird, ne? Den wieder zu vermitteln. Komm, Mari. Ja, wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Ich mache mir einen Kaffee und das muss ich auch verarbeiten. Auch das mit dem Rauchen hat die Elisabeth mich gesehen. Elisabeth, Mensch, was fährt die so früh mit dem Auto rum? Wohin fährt die denn? Ach, hey je. Naja.